den du raus. Ja, mit dem Kopf. Das ist der erste. Also ich schlag den nicht weg, warum? Dann kommt er zurück. Genau, diese Drehung hatten wir noch gar nicht, aber die kann kommen. Jetzt gehen wir einfach nur hier. Nicht zum Brust. Das hebt man, ja genau! So, es kann natürlich sein in der Situation, dass ich hier nicht richtig treffe und da verweile. Dann wird der natürlich motiviert, hier alles zu machen. Bam, egal, da haut ihr auf die Nase, auf die Augen, scheißegal. Da verheilt er mich nicht an der Sicherheit. Und meiner. Was du Oberarm? Was du mit Oberarm? Also, wir gehen ganz normal, das ist natürlich eine Stresssituation. Ich gehe an ihm vorbei. Ich bleibe nicht hier stehen, weil wir noch Blödsinn. Blödsinn. Also mache ich. Ich gehe von Anfang an ihm vorbei, hier hin. Die Distanz ist auch klar. Ja, und dann gehe ich hier runter. Du kennst dich nicht. Ich mache ein bisschen. Dann gehe ich hier runter. Hier steht der ein, der kippt um. Na, hör auf, was du wolltest. Der kippt hier um. Und dann sage ich, du Bürste. Was willst du? Und dann lass ich zwei. Vorher hier. Das kann er nicht sehen, aber er hat schon gesagt, du musst mir tun. Du sollst nicht schneller sein als der Parker, hör auf. So, pass auf jetzt. Und damit der nicht meckern kann, ne? Hier hat er schon einen gekriegt, hat er gedrückt und dann. Den Anfang haben wir bei Unterarm. Also hier Schmerz ohne Ende. Ja, genau. Ich glaube, das ist schön. Aber das ist im Ernst für die Straße. Wenn du immer wieder in deine Grundtechnik zurückgehst und. Ja. Das machen wir nicht. Situationsbewusst. Ja. Bam, 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 bam. Fertig. Das ist da, was ich eben sagte: Don't get to the man, get through the man. Ich komme jetzt, ich kann in dich reingehen. Komm wieder. Ich kann aber auch wieder in dich reingehen. Du machst Druck. Ich mach das fertig. Ich geh durch. Das ist ein Blutegel, der dran liegt. Ja, genau das ist er. Ja. Du hörst auf, wenn der da liegt. Freu dich. Ja, runter. Ja. 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 Runter. Die Hand nehmen. Au! Lass mich
Knackig war das Motto, alles kurze, kleine, reflexartige Bewegungen, die auf Nervenpumpen und verschiedene kleine Hebel abzielen, um dann am Ende den Gegner mit Schmerz zu bekommen. Was hier gewohnt ist, der Notfallparagraf, dass wir den nicht überschreiten. Die letzte Technik dient lediglich dazu, einmal darzustellen, was passiert, wenn ein Kampfsportler durchdreht, wie gefährlich der Sport ist und dass es eben nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, sondern der Meister wirklich die Verantwortung hat, das Wissen nur an seine Schüler weiterzugeben und eben nicht öffentlich weiterzustellen. Dankeschön. Ich gehe nach Fragen raus, warum? Weil ich gedacht habe, dass er nicht entschieden. Ja, Rüdiger, die Situation, ich weiß nicht, was er war. Ich habe mich für meinen entschieden. Er steht. Eins. Ausweichen, der Block, der schläft. Von hier aus, schläft, schlagen, raus. Nein. Kurz, knackig. Ja, wirklich. Das ist die Bewegung und das am Ende. Nicht karate-mäßig mit einer geraden Faust, sondern artikel-mäßig mit leicht gewickelt. Auf, lieber auf die kurze Rücken, drücken die Finger auseinander. Führe die rechte Hand hoch, zur Schläfe, zur Schläfe. Fingerhebel kann ich bis hier oben machen, bis dahin.
weil das geht, muss ich den hier bremsen. Jetzt hat er da Schmerzen. Schießt da eine kleine Lenkung, dann weiß er, dass er von der weghaben wollen. Schießt einen Kittel aus dem Arsch. Ja, das weiß man nicht mehr. Sehr schöne Möglichkeit ist dann aus der Position
Kicker drauf. Ich mach das also nicht aus dem Freund, sondern ich krieg kein Geld dafür. Ja, genau. Den nimmst du mit in so kurz mal. Das ist der. Das ist aber auch gleichzeitig, das hat er mal da drin. Der und der Winkel, das ist der. Das ist der Kanal, richtig? Ne, pass auf. Das ist, du drückst nicht den, du ziehst den Nervenstrang nach hier und den guck nach da. Das ist der kürzeste Winkel. Und dann gehst du einfach nach unten. Merkst du? Der ist geil, oder? So, und du kannst es ja dann so machen, wie du es willst. Du musst nur deine Energie bei ihm reinstecken. Ich bin auch nicht mehr. Natürlich, und wenn man dementsprechend sehr ziemlich gut damit sind. Genau, richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, auch beim Würgen. Ja, er würgt. Ich kann natürlich das, wie Florian gemacht hat, was hat, alles machen, aber ich kann auch reingehen direkt so. Das reicht doch schon wie für Sekunden. Ja, ja. Das reicht doch schon. Mehr brauche ich noch gar nicht machen. Das ist doch weg von meiner Kette. Ja, ja, das ist wichtig. Genau, das ist wichtig. Ja. Ja, das ist cool. Ja, ist genauso wie mit dem Winkel, der hat ja. Du hast den rein, gehst in den Winkel rein. Der ist doch schon auf. Hallo? Reicht doch schon. Ist doch okay. Das ist kein Kuhschmarrn gegeben. Das ist scheiße. Was für eine Praxis. Pass auf, nein, aber zum Beispiel der würgt ja. Das ist ja mein Arm. Viele versuchen immer hier. Aber wenn er würgt, ich habe ja einmal das und das ist ja alles, haben wir alles gelernt, alles schützen. Ich gehe ja davon aus, dass mit guten Leuten. Hier. Ja. Hier. Ja. Warum darf ich das nicht machen? Wer sagt, das ist kein Sport? Das ist die Straße. Medienrecht. Ist doch kein Grundsport. Medienrecht. Genau, Medienrecht, richtig. Der hat die Nase, der hat die Ohren, der hat den Schnurrbart, die machen mit dir heilig. Das weiß ich. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ganz anders. Ja, pass auf. Der ist massiger Mensch, also nämlich nur ein Fixpunkt. Das ist der. Das ist der Fixpunkt, das reicht schon. Der ist schon weg. Und du brauchst wirklich nur mit dem und dem streng arbeiten. Siehst du das? Ja, siehst du das? Und jetzt kann der Kanal, guck mal, geht an den Lufträuber vorbei und geht. Ah, hast du gelernt? Den nimmst du an. Genau, richtig. Und das ist das Unangenehme, dass er sagt, oh Mensch, ist das ein Scheiß, was ich in Ruhe. Was macht der Arsch, wenn er sich bewegt? Es ist ja kein Gegner da, der jetzt stehen bleibt. Ja? Deswegen, wenn ich dann hier arbeite, in diesem Bereich, dann achte ich darauf, was macht. Jetzt könnt ihr aber auch reagieren, könnt ihr mir das Bein wegziehen. Ja? Deswegen sage ich dir, das ist eine Aktion, was ich dann daraus mache, obliegt mir selber. Überlegt mal, warum gehe ich jetzt an diesem Punkt nicht weiter? Okay? Das heißt, der Punkt, ob ich jetzt den Punkt reinnehme hier oder den Punkt reinnehme hier. Ich gehe nicht weiter auf die Straße wie der hier. Also muss ich mich situationsbedingt anpassen. Das heißt, ich zeige jetzt unmittelbar diese Fix-Situation, mache die Aktion, was ich denn daraus mache. Jetzt hier liegt auf dem Gegner. Was wird der Gegner noch weiter machen? Ja, es ist genauso wie, der eine sagt dir jetzt, er hat keine Schmerzen, der ist jetzt hier drin. Ich kann auch hier rein, nur die Haare ziehen, reicht auch. Das ist genauso wie beim Würgen, der würgt, ja, der würgt, ich kann den Winkel, das, alles klar. Aber ich kann auch hier reingehen und direkt den raus, ja, über den Arm, absoluter Schwachsinn. Warum? Entnehme ich Energie, gehe ich aber hier rein, was passiert, merkt ihr das? Der wird gelöst, aber das geht hier rein. Und selbst wenn ich jetzt zu mir hingehe, achte mal darauf, was passiert? Der geht nach hinten schon. Ich hab den doch von meiner Pelle weg, darum geht's. Weg! Der muss einfach nur weg. Wir gingen jetzt drauf auf die Schusswaffe, drauf gegangen auf Messer, wir sind drauf gegangen auf alles. Schusswaffe, Thomas kommt nochmal rein. Definitiv auf kurzer Distanz, so ein Schwachsinn. Ja, zeigen die alle, ich gehe hier hin und mache die Scheiße und die Scheiße. Hab ich schon erklärt, Schusswaffe, wenn er da steht, gehe ich runter mit meinem Portemonnaie, hier hast du mein Portemonnaie. Okay? Steht er mit dem Messer bei mir, willst du mein Portemonnaie, hier hast du mein Portemonnaie. So, das heißt, wenn einer eine Schusswaffe hat und die hier ist und er hat ein Messer auf eine Distanz von 3 Meter bis 4 Meter, bin ich gegen ihn machtlos. Bevor ich meine Waffe gezogen habe, hat er mich schon 10-mal abgestochen. Punkt. Das heißt, das Problem ist aber auch, was die Polizei hat, immer noch, ist, dass ich die Schusswaffe nur benutzen kann, wenn ich bedroht werde. Das heißt, wenn mein Leben unmittelbar in Gefahr ist und er eine Schusswaffe hat oder ein Messer hat oder eine Waffe, die mich töten kann. Ansonsten darf ich meine Waffe gar nicht einsetzen. Aber der Gesetzesgeber sagt nicht, dass ich meine Waffe nicht als Waffe benutzen kann. Das heißt, ich kann die Waffe
Thomas, komm rein. So, ich kann die Waffe als Axt benutzen. Ich kann die Waffe als Stift benutzen. Aber wichtig ist, der Finger nicht hier rein. Ich kann eine Waffe halten auf kurzer Distanz, indem ich den Lauf festhalte. Halte ich den Lauf fest, kann die Waffe nicht schießen. Das ist das einzigste Effektive, was ich mit einer Waffe machen kann. Alles andere ist Bullshit, Fantasie und Leute, die noch nie eine Schusswaffe abgefeuert haben und Leute, die keine Militärausbildung gehabt oder überhaupt keine Ahnung haben. Fertig, alles andere ist Bullshit. Genauso wie mit Messer. Ja, Tausende. Escriba, Espada di Demo, Espada di Dango. Ja, und dann würde ich sagen, gegen eine Verteidigung machen. So ein Schwachsinn. Schwachsinn. Er kommt mit dem Messer auf die Scheiße, ich hab so einen Scheiß hier an der Fresse und tschüss. Es geht ja dann um den Würfel. Und sagt, ah, jetzt gibt es hier zum Beispiel Männermöglichkeit hier gegen dieses Element. Geht auf. Er kommt, ich kann auch hier rein. Er kommt, ich kann auch hier und hier alles. So, das Problem ist jetzt, von hinten kommt noch ein Arsch und der wieder aus. So, jetzt habe ich jetzt hier weg, bitte rum. Geh da rein. Mach mal eine Aktion, ich sehe den Killer kommen. Kann dann auch wieder rein. Okay? Du kannst ja auch mit dem Hund. Das ist so.